So, Hallöchen, da sind wir wieder mit einem kleinen Infovideo. Ja, genau. Wenn ich das aufnehme, bin ich kurz vorm Urlaub. Und ich wollte ja während Urlaubszeit ja auch was zeigen an Videos und so. Deshalb hier kurz mal Informationen, wie es jetzt weitergeht. Wie ihr seht, hier ist die Gräbach. Die kommt dann für den Motthof. Also Motthof gleich Gräbach, wird sich dann aber Gräbach schimpfen. Heißt dann aber auch mit lauten Mod-Fahrzeugen, also möglichst, ich versuch's mal wieder. Ne? Die Kerle ist ein bisschen kleiner dazu, aber stand später mehr beim Modhof, alias Grebach. Ich bin auf jeden Fall ab dem 24. definitiv im Urlaub, 3 Wochen weg. Und ich versuche jetzt jeden Tag noch ein Video zu bringen. Wenn mal keins kommt, kann ich auch nichts machen. Dann habe ich es leider nicht geschafft. Ich hoffe, ich kriege es voll hin. Sonst kommt ja, wie gesagt, Mühlenkreis kommt. Gräbach kommt. Munzhausen kommt. Und habe ich jetzt was vergessen? Gräbach, Munzhausen, Mühlenkreis und natürlich die alte Agrarlandschaft, natürlich, ne? Als Map-Test sozusagen. Die ganzen Projekte werden jetzt nächsten Tage total durcheinander kommen. Also sprich nicht, dass ich jetzt jeden Tag Mühlenkreis, sondern das, was gerade fertig war, wird dann praktisch online gestellt. Es kommt jeden Tag dann was anders, vermutlich. Und dann habt ihr jeden Tag was zum Gucken. Eventuell kommen auch Urlaubsvideos, das muss ich mal noch gucken, ob ich das so hinkriege oder nicht, wie der Upload halt dort ist. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Sonst gibt es eigentlich nicht Großes viel mehr zu sagen. Ich denke, ich hoffe, dass ihr dann trotzdem euren Spaß dabei habt, die, wo es gucken. Und dann geht es nach dem Urlaub wieder volle Lotte weiter, natürlich, klar. Vielleicht dann auch schon mit dem neuen Projekt alias, also anstatt Agrarfarm, müssen wir mal gucken, ob wir da nicht nochmal ein paar Folgen mehr machen, wie ich gedacht hatte. Weil die Map ist echt gut, kann man echt sich nicht beschweren. Ja, wie gesagt, hier geht es dann auf jeden Fall weiter. Werde ich jetzt gleich aufnehmen. Hier auf der Gräbach. Nicht so groß wie die Ebelsbach, aber auch schön gemacht hier. Wird ein bisschen umbauen. Es wird ein paar neue Gebäude draufgesetzt. Weil der Kuhstall ist ein bisschen klein, finde ich jetzt persönlich. Ja, wir werden hier versuchen, alle möglichen Tiere zu haben. Mal gucken, wie weit wir kommen mit unseren Mods. Ne? Vorstellung der Karte gab es ja bereits schon auf meinem Kanal. Und deshalb würde ich sagen, ich mache eine Verlinkung zu der Vorstellung. Werde das Video jetzt gleich hochladen. Dann sehen wir uns mehr oder weniger im nächsten Video. Oder dann wieder mit neuen, frischen Videos. Vermutlich ab dem 14.07. dann wieder. Bis dorthin müssten dann lauter Aufnahmen von mir kommen. Bis dorthin. Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, dass ich es hinkriege. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, viel Spaß mit den ganzen Videos jetzt. Wenn ihr in Urlaub geht, einen schönen Urlaub euch. Ich werde es hoffentlich haben. Ja, genau. Okay. Also, bis denne. Tschüss.